Frauen verdienen in Deutschland immer noch weniger als Männer. Deshalb bin ich mal auf die Straße gegangen und habe versucht, das zu ändern. Wer weniger verdient, soll auch weniger zahlen. Ich verkaufe Kaffee in der Hamburger Innenstadt. Allerdings nicht zu einem Preis für alle. Es kommt drauf an, wer trinken will. Kaffee 3,50 für Männer, 50 Cent für Frauen. Denn wer mehr verdient, soll auch mehr bezahlen. Aber ganz egal, wo ich hingehe und was ich mache, eine ordentliche Prise Rassismus darf natürlich nicht fehlen. Ölauge, haben Sie gesagt? Das Wort benutzt man nicht. Was darf ich denn jetzt sagen? Ja, Iraner bin ich. Ich bin ja kein Ölauge. Na nun, da läuft doch schon das Öl raus aus den Augen. Und wo Rassismus ist, wissen wir alle, ist Sexismus nicht weit weg. Finden Sie das denn richtig, was wir hier machen? Frau gehört hinter mir. 3 Meter Abstand. So, Chef geht immer in die Sonne gucken. Haben Sie schon mal überlegt, in Orient zu ziehen? Ja, klar, da würde ich Karriere machen. In Deutschland liegt der Bruttostundenlohn von Frauen 19% unter dem der Männer. Egal, wie man es dreht und wendet, selbst wenn man sich ganz doll bemüht, die Lücke mit allen möglichen Tricks klein zu rechnen, seien es Frauen, die mehr in Teilzeit arbeiten oder die generell schlecht bezahlten Jobs wie Friseure, Verkäuferinnen und so weiter mit einrechnet, sind es immer noch 6% weniger Geld. Nur wegen des Geschlechts. Verdienen Sie denn für Ihre Arbeit das Gleiche wie ein Mann? Nein. Mehr? Nein, weniger. Oh. Ja, das ist halt so, ne? Das ist immer noch in Deutschland normal. Die Frau wird schlechter bezahlt und das ist auch normal. Männer, die händeringend nach Argumenten suchen, um Ungerechtigkeit zu rechtfertigen. Sei es nun durch so einen Quatsch wie Frauen seien per se eher Team Kinder und Haushalt oder noch größerer Quatsch wie Männerfeindlichkeit. Denn mit Männerfeindlichkeit ist es ganz ähnlich wie mit Rassismus. Sicher gibt es auch Männerfeindlichkeit, aber eben nicht in einer Welt, die von Männern dominiert wird, in der Frauen über Jahrhunderte systematisch, institutionell und lange auch gesetzlich herabgewürdigt wurden. Bitte verwechseln Sie daher Gleichstellungsbemühungen nicht mit allgemeinen Diskriminierungen, die es bestimmt auch gegenüber Männern gibt. Aber wenn wir ehrlich sind, dann muss man diese angebliche Männerfeindlichkeit schon sehr genau suchen. Seid ihr alle im gleichen Job? Jo. Ja. Bekommt ihr das Gleiche? Nein. Weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass wenn du die gleiche Qualifikation hast, dass du mehr oder weniger verdienst als Frau. Doch, ist so, weil die sagen, die kalkulieren mit ein, dass die Frau ja irgendwann schwanger wird. Und das kalkulieren sie von vornherein mit ein. Richtig, und wenn sie nicht schwanger wird, egal. In den letzten 15 Jahren ist diese Lohnlücke von etwas über 20% auf etwas unter 20% gesunken. Das ist ziemlich erbärmlich. Und die Männer wissen oft nichts darüber, weil nicht darüber gesprochen wird. Niemand weiß, was der oder die andere verdient. Schon gar nicht bei gleicher Qualifikation. Wenn man es wüsste, würde man sich als Frau sicher oft herabgewürdigt fühlen, weil man für die gleiche Arbeit weniger verdient, weil man eine Frau ist. Und wie geht es den Männern? Wollen Sie den Kaffee? Wenn er umsonst ist. Umsonst, ja. Ja, Ölauge gibt Ihnen heute einen Kaffee aus. So will ich. Ja, von so, Ölauge zu Nazi. So will ich sagen. Ja. Ich bin kein Doppelten Nazi. Hören Sie mal zu, ja. Ich bin ein deutschdenkender Bürger. Ich bin in meinem eigenen Land. Darf man nicht vergessen. Richtig. Ich bin nicht irgendwie in Kuwait oder schieß mich tot, wo die Kamele da beglückt werden. Ich bin in meinem eigenen Land, da kann ich sagen, was ich will. Ich bin auch in meinem eigenen Land. Ich darf auch sagen, was ich will. Nämlich, die Gleichheit von Männern und Frauen ist noch lange nicht gegeben und wir sollten alles dafür machen, das zu ändern. Ein Gesetz gibt es schon seit 1980. Es hat aber bisher nicht viel gebracht. Also müssen wir selbst ran. Ich habe damals nach diesem Beitrag damit angefangen. Immer wenn ich mich zwischen einer männlichen und einer weiblichen Arbeitskraft entscheiden muss, die beide in etwa gleich qualifiziert sind, entscheide ich mich für die Frau. Oder für ihn. Für Frauen heute nur 50 Cent. Ja, mach jetzt einen trotzdem Kaffee. Sie gehen als Dame durch heute. Ja. Aber 50 Cent. Ich mag keinen Kaffee. Ach, Sie mögen keinen.